füllen Sie den Tank auf. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chat Simple 4, der Danny spielt das. Guten Morgen und willkommen in Aschaffenburg. Es gibt ein paar Einheiten, die aufgetankt werden müssen, bevor der Tag beginnt. Oh, okay. Da sehen wir die Diesellok. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Steigen Sie ein, wenn Sie bereit sind. Ja, also wir müssen hier mit dieser Lok fahren. BR 363-671-2. Wollen wir das mal machen? Vorher natürlich mal ein kleines Foto hier. So. So. Steigen wir mal ein. Zack. So, als allererstes müssen wir natürlich mal den Hauptschlüssel einstellen. Dann müssen wir den Treibstoffpumpe auf einstellen. Stellen Sie den Motorstart auf gedrückt. Wo ist das? So. Motorstart. Druckzufuhr auf ein. Schalterknopf. Den nach vorne. Natürlich müssen wir noch die Spitzensignale einstellen. Vorne auf ein. Ein. Auf ein. Vorne links ein. Vorne links. So, Führerbremsventil erfahren. So, haben wir erstmal. Ich lasse bei dem Rangiervorgang natürlich die Zugsicherungssysteme erstmal aus. Das macht für meine Begriffe keinen Sinn. So, da sollen wir erstmal anhalten. Wollen wir das schon mal wieder auf Null machen? Und das war zu früh. Das war natürlich zu früh, ist klar. So, sollen wir den natürlich rückwärts stellen? Das machen wir. So, haben wir. Aschaffenburg Gleis 15. Gut, dann auf geht's.
ist gerade noch sehr wenig los an diesem frühen Morgen hier in Aschaffenburg. Also, wir sind komplett alleine. So, müssen wir erstmal unsere Diesel noch auftanken anscheinend, wie es aussieht. Auch nicht schlecht. Öffnen Sie den Tank, dabei füllen Sie die Lokomotive auf. Ja, das machen wir. Hier müssen wir hier natürlich aussteigen. Wo ist jetzt hier der Tankdeckel? Da oben. Ah, okay. So, wir den Schlauch nehmen. Verbinden Sie den Schlauch. Jetzt muss ich erstmal da hochsteigen. So, jetzt läuft's. Wunderbar. Achso, müssen wir erstmal wieder hier runter. Ein kleines Foto machen. So, scheint voll zu sein, machen wir das Ganze wieder retour. Das heißt, wir drehen das hier wieder zu. Nehmen uns wieder den Schlauch zur Hand. Gehen wieder runter. Zack. Drehen natürlich den. Was ist das denn jetzt für ein. Ach du Scheiße. Das müssen wir noch mal ändern. Scheiße, jetzt haben wir den da irgendwie. Hä, was ist das denn? Jetzt haben wir ihn ab. Wir hatten den dazwischen, habt ihr gesehen? Wir haben den dazwischen gehangen, versehentlich dazwischen geklemmt. Ich weiß nicht, was da für ein Geräusch ist, aber ist auch egal. So, wir sollen uns wieder hinsetzen, das tun wir. Schließen die Türe. So, jetzt sind wir wieder vorwärts stellen, das machen wir natürlich. So, wir müssen natürlich erstmal wieder die Bremse lösen. So. Aschaffenburg Hafen Rangierbahnhof.
ganze Menge vor und seht euch das mal an. Wahnsinn. Krass, so mad, ey. Alter Schwede. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal 2,2 Kilometer bis Aschaffenburg Hafen fahren, Rangierbahnhof. War ich überhaupt richtig? Schon. Wir fahren hier einen riesen Bogen, ihr seht's. Da müssen wir hin. Ach, kennt ihr das Stück noch? Kennt ihr das? Genau das ist der Anfang. Ihr wisst euch, ich habe euch in einmal am Video gezeigt, wo wir, da sind wir mit der BR 612, 628 hier lang gefahren. Genau das ist jetzt das Stück. Also haben wir damals doch den Anfang der Strecke gefunden. Ja, wir sind absolut richtig. Wir fahren jetzt einmal diesen Bogen hier. Ja, wunderbar, wunderbar. Herrschaften, aber nicht auf uns. Bei uns können sie nicht mitfahren. Langsam wäre doch die Kilometer wieder weniger, weil wir jetzt gleich den Bogen geschafft haben.
Ah, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Bei den halt drücken. Dachte, vielleicht wird er dann irgendwie schneller, aber okay. Halt mich. Dann halt nicht. Dann rangieren wir hier schön durch Aschaffenburg. So, das hier ist Aschaffenburg Süd. So, den Bogen dürften wir dann mittlerweile auch geschafft haben. Ja. Müssen wir natürlich noch hier komplett rum. Hier runter, hier hoch und dann hier lang. Da ist schon noch ein Stück. Das fahren wir doch gerade mal ein bisschen schneller als 30. Das liegt natürlich an dem Backup hier. Jetzt kommen wir mal ordentlich auf Geschwindigkeit hier. Wir haben gleich die 60 erreicht. Wahnsinn! Wie gesagt, bei solchen Rangierszenarien lasse ich einfach mal die Zugsicherungssysteme weg. Das könnt ihr natürlich individuell machen, wie ihr das wollt. Ich finde, das lohnt sich irgendwie nicht bei solchen Szenarien, weil ja, man zu oft die Geschwindigkeit und so wechseln muss und ja, ich sehe da keinen Sinn drin. Aber wie gesagt, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wunderschön, wunderschön. So, eine schöne Bogen. Fahren dann hier hoch.
So. Oh, sieht man in die Vorgärten rein mit Trampolin und ach Gott, jede Menge. Alle die gleichen Holzhütten. Ach, das war ein Formsignal, habe ich gerade schon erschrocken. Alle die gleichen Holzhütten im Garten stehen, Trampolin eins nach dem anderen, wunderschön. Ach, ist das nicht schön. Diese Reihenhäuser hier, perfekt. Eine richtig schöne Siedlung hier. Auch da ein kleiner Teich. Geil. Ach, Tennis wird da gespielt. Hört mal. Sehr, sehr schön. Zumindest die Geräusche sind da, sagen wir mal so. Sehen konnte ich nichts. So, wir sind gleich da. So, da scheint ein Fußballplatz zu sein. Genau, ja, da hinten ist ein Fußballplatz. Wir haben es gleich geschafft. Natürlich ein bisschen zulegen hier, weil es bergauf geht. Wird auch langsam diesig, habe ich das Gefühl. Also gibt es gleich wahrscheinlich noch Regen. So, dann haben wir es gleich geschafft. So, stellen Sie den Fahrtrichtungswender auf neutral. So, stellen Sie den Hauptschlüssel auf aus. Wir wollen wieder anziehen, sonst rollt er uns gleich weg. So, setzen Sie sich auf den Lokführer. Im Hafen steht eine weitere Lokomotive, die aufgetankt werden muss. Steigen Sie ein und bringen Sie sie zum Auftanken zurück. Ach nee, jetzt müssen wir die zurückfahren. Ach, es bleibt doch nichts erspart. Steigen halt ein.
schlau, bin. Bin echt gespannt, was hier noch auf uns zukommt. Dann fahren wir halt den ganzen Weg wieder zurück. Haben wir auch sonst nichts zu tun. So, aber wenn wir die Lok dann aufgetankt haben, dann sollen wir die an der Seite stellen und dann kommen wahrscheinlich Triebeinheiten oder so zum Auftanken. So ähnlich habe ich das jetzt verstanden. Ja, wir fahren jetzt natürlich den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Ja, das sind halt die Szenarien, die dauern etwas länger. Sie sind nicht in 0, nichts erledigt. Da muss man sich schon ein bisschen mehr Zeit für nehmen, aber das machen wir ja gerne. So, jetzt geht es hier in die Kurve natürlich. Das ist der erste Bogen. Aber irgendwie sind das jetzt mehr Kilometer als gerade. Naja, vielleicht weil wir noch bis zum Schienengleis fahren müssen und dort erst den Zug wenden müssen. Das kann natürlich sein. So, das erste Teilstück schon geschafft. Übrigens ist es das erste Szenario aus dem Szenario Pack.
oder aus den Karriereszenarien mit auf der neuen Strecke Main-Taiwan, das sich da nennt Auffüllen. Ich habe mir die Szenarien mal so ein bisschen durchgeschaut, habe auch das eine oder andere schon so ein bisschen angespielt. Sind wieder sehr gelungene, witzige Szenarien, muss ich wirklich sagen. Eins davon nennt sich zum Beispiel Auf dem Fahrrad. Dort muss man mit der BR-642 ganz normal seinen Dienst beginnen und ja, auf dem Weg praktisch zum Bahnhof oder zu den einzelnen Haltepunkten auch schon noch einem Fahrrad halten. Finde ich auch ganz witzig. Ja. Das hier finde ich auch sehr schön, dass man mal so ein bisschen Alltagsaufgaben erledigen muss, die bei der Bahn halt so anfallen. Als Rangierer, als ja, wie soll man das nennen? Ja, dafür gibt es ja extra Personal, die halt die Züge auftanken, die Loks auftanken und so weiter. Rangierfahrten übernehmen und. Und solche Aufgaben übernehmen wir heute mal. Es muss ja nicht immer sein, dass wir von A nach B fahren, sondern halt auch mal solche Aufgaben übernehmen. So, das müssen wir mal ein bisschen aufschalten hier, damit wir nicht stehen bleiben. So, das scheint irgendwie ein größeres Gebäude zu sein. Ich weiß aber nicht welches. So, wie viel haben wir denn mittlerweile geschafft? Ach ja, wir sind fast da. Vieles ist nicht mehr. Dann kommt jetzt noch der eine Bogen hier und dann haben wir es. Ja, nur noch 1,5 Kilometer. So. Wir nähern uns so langsam unser Ziel. Hier um die Kurve noch. Wunderschön. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier.
der Tankstelle, hätte ich fast gesagt, aber kann man ja so nennen. Im Prinzip ist es das ja auch. Wunderbar. Machen wir das Ganze von vorne. Das heißt, wir steigen hier aus. So, wir müssen ja natürlich wieder nach oben, müssen wir den Tankdeckel öffnen. Der ist an der anderen Seite. Ah, natürlich. Ne, jetzt sag nicht das. Da ist er. Hey, Mann. Zack. Zack. Nur wieder runter. Den Hahn aufdrehen. Und ihr wisst ja, ne, Diesel darf ja ruhig laufen, also der Motor darf ja beim Tanken ruhig laufen. Diesel brennt nicht. Sollte man beim Benzin, also beim PKW natürlich vermeiden. Aber beim Diesel macht das nichts. So, der ist voll. Nehmen wir das Ganze wieder zu. Holen uns den Schlauch wieder zurück. Jetzt müssen wir den Tankdeckel noch zudrehen. Zack, so. Dann können diese Lokomotive auf dem Abstellgleis stehen lassen, bis sie später gebraucht wird. So, das heißt, wir müssen hier natürlich wieder einsteigen und diese auf dem Abstellgleis stellen. Wahrscheinlich, oder die bleibt hier stehen. So, jetzt sollen wir uns erstmal hinsetzen. Das tun wir. So, stellen Sie Richtung Schalter rückwärts. Gar nicht weit. Vorne irgendwo. Ein bisschen Leistung können wir schon erhöhen. Ach, da hinten auch noch ein bisschen. Ein bisschen Fahrt haben wir noch. So, da vorne werden wir sie abstellen. Perfekt. Können die hier stehen lassen, aber Abstellgleis ist halt da vorne.
wir sind ein bisschen zu schnell. Perfekt. So, das sollen wir auch neutral stellen. Folgen Sie den Markierungen zum wartenden Zug. Aber wir werden das Ganze erstmal abspeichern bis hierhin. So. Verlassen wir den Zug, beziehungsweise die Lokomotive hier. Wir machen aber folgendes. Natürlich. Das ist ja ganz klar. Wir machen eben folgendes. Wenn wir verschwinden. Folgendes. Denn wir machen hier den Motor aus, das ist ja ganz klar. Läuft hier ja unnötigerweise, das ist ja Blödsinn. So, jetzt aber schließen wir die Tür. Zack. Dann gehen wir mal da vorne zu der Markierung. Hier am Aschaffenburger Hauptbahnhof. So, laufen wir mal die Leiter hoch. Zack. Zack. Moment, sehe ich aber noch keinen Zug, der wartet. Ihr vielleicht? Also ich nicht. Vielleicht müssen wir auch irgendwie noch zum anderen Bahnsteig oder der kommt noch. Ich weiß es nicht. Ah, wir müssen auf jeden Fall da die Treppe runter. Okay. Okay. Hier hoch. Okay. Zack. Da komme ich doch gar nicht rum. Muss ich den jetzt lang hier? Ach so. Ah, okay. Müssen wir denn hin? Um Gottes Willen. Ach ja. Laufen ist das, Wandern ist das Müll, das Lust. Weißt es doch, oder? So, da hört man die Busse. Dort, die Triebeinheit wahrscheinlich. Ich mal von aus, ja, die wird es sein. Es gibt noch einen Zug für diesen Morgen. Steigen Sie ein und fahren Sie mit ihm zur Tankstation. Ah, dann dürfen wir noch BR-642 tanken. Das ist doch sehr schön. Das ist doch sehr, sehr schön. So. Dann werden wir das machen. Unsere Westfrankenbahn. So, aber ich muss kurz was erledigen, was sehr menschlich ist. Bis gleich. So, da bin ich zurück. Dann steigen wir hier mal ein in unsere BR-642. So, schließen hier die Türe. Natürlich müssen wir den auf einstellen. Den auf vorwärts. Den müssen natürlich noch. Die jetzt geöffnet oder? Oder geschlossen. Oh!
So. Müssen wir denn überhaupt hin? Oder lassen wir die lieber erstmal aus? Die erstmal aus. Wir müssen nämlich erstmal rangieren hier. Nämlich da erstmal anhalten. Wie gesagt, hier bei diesem Szenario lasse ich das ohne, mache ich das ohne Zugbeeinflussung bzw. ohne Zugsicherungssysteme. Weil wie gesagt, ich finde das nicht so sinnvoll bei diesen Szenarien. So, jetzt stellen Sie die Lokführerbremse auf 0. Ist doch auf 0. So, okay, den auf neutral, den auf aus. Dann sollen wir uns den anderen zum anderen Führerstand begeben. Das machen wir. Wir einmal durch den leeren Zug. 11.05.23, 7.48 Uhr. Das ist natürlich längst vergangen. Das haben wir nicht mehr. Gleiche. Auf geht's. Gleich unseren Triebwagen hier auftanken. Noch der fährt mit Diesel. Schön an dem Bahnsteig vorbei. Und da vorne ist der alte Punkt. Steht unsere abgestellte BL363, die wir gerade dort abgestellt haben, vollgetankt. Obwohl ich die gerade den Motor abgestellt habe, lief die doch jetzt, ne? Habt ihr auch gehört, oder? Komisch. Naja, vielleicht ist da auch schon wieder ein Kollege drin, der die schon gestartet hat. Das kann natürlich alles sein, das will ich gar nicht in Frage stellen.
Zack. Dürfen wir abermals den Lokführersitz wechseln. So, mal ein kurzes Geschäft erledigen, sagen wir auch. So, das Ganze wieder retour. Wahrscheinlich zur Tankstelle fahren. Schätze ich jetzt mal. Genau so sieht's aus. Gespannt, wo der seinen Tankstutzen hat. Lokführerbremse auf 0. Richtungsschalter auf neutral. Aus. Öffnen Sie den Tankdeckel. Aber wir machen Folgendes. Diesmal machen wir es professionell. Diesmal machen wir es professionell, falls das überhaupt geht. Falls das überhaupt geht. Scheibenwischer. Falls das überhaupt geht. Kann man hier irgendwie den Motor ausstellen? Muss man ja irgendwie können. Irgendwie die Mutter hier ausstellen können, gibt's ja gar nicht. Ja, wenn man es nicht kann, dann kann man es halt nicht. Ist nicht in jedem Zug animiert anscheinend. Naja, dann ist das so, dann steigt man aus. Der Tankdeckel ist wesentlich einfacher als bei der Diesellok. Ist das blöd oder was? Da stand es doch gerade. Schlauch nehmen. Den dort reinstecken. Wo ist er denn jetzt? Hey! Und der Scheiß. Bin ich jetzt blöd oder was? Jetzt sag bloß, ich muss ein Stück vorfahren, weil er nicht hinkommt. Den gibt's doch gar nicht. Was soll der Scheiß? Ey, das gibt's doch gar nicht, ja? Mal ein Stück vor. So gar nicht. Ich glaube, ich spinne. Ich habe schon viel erlebt, aber das noch nicht. Das wirklich noch nicht.
Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, jetzt müsste es aber gehen. Dann haben sie auch wie blöde gemacht mit der Markierung, das passt ja überhaupt nicht. So, da ist der Tankstutz und hier ist der Schlauch, jetzt müsste es ja passen. Mein Gott, jetzt sag du, das ist doch nicht wahr, ja. Nimm den doch jetzt. Jetzt endlich, meine Güte. So. Oh, voll ist voll. Wieder ein. So, okay. Dann machen wir das so. Schließen wir per Hand die Tür. Und setzen wir uns wieder in unseren. Muss auch folgendes eben noch machen, bevor das in die Angriff nehmen. Und zwar müssen wir natürlich den auf Null stellen. Ganz lösen, sonst wird es nichts. So. Schließen wir hier die Türe, geben uns ans andere Ende. Haben wir angezeigt anhalten. Ah, Entschuldigung, aber der musste sein. Ah ja, viel haben wir nicht mehr zu tun. Eigentlich den Zug nur noch bereitstellen für den Kollegen, der den dann gleich übernimmt. Das Übliche natürlich. Bye.
Nächste Station, Aschaffenburg. Wird das unsere letzte Amtshandlung sein, die wir vorzunehmen haben? Kann der Kollege gleich den Zug übernehmen und dann seine Tour beginnen, seine Pendlertour von Aschaffenburg nach Miltenberg und zurück. Für die ganzen Pendler, die jetzt gleich hier den Zug entern werden, mit Sicherheit. Wobei es dafür eigentlich schon fast zu spät ist, um 8 Uhr durch. Die Schüler sollten in der Schule sein. Viele Arbeitende sind bestimmt auch schon an ihrer Firma, aber es gibt natürlich auch Leute, die später anfangen. Und für die ist dieser Zug gleich vollkommen breit aufgetankt und gereinigt und absolut vorbereitet halt und kann dann gleich übernommen werden von einem der Lokführer. Aber gute Arbeit, Sie können diesen Zug für den nächsten Tag auf dem Bahnsteig abstellen. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wir hatten eine diverse Geschwindigkeitsüberschreitung. Ach so, okay. Wir haben Diamant erhalten, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Gesamtpunktzahl 6660. Ich bin Level gestiegen, die Main-Teilbahn ist ein Level gestiegen und auch die BR-363 ist ein Level gestiegen. Das finde ich persönlich sehr schön. Okay. Ja, das war das Szenario auffüllen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Samstag, habt eine schöne Zeit. Zeit passt auf euch auf, packt euch warm ein, bleibt gesund, bleibt mir vor allem treu. Ich freue mich, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut, bis dahin, euer Dennis Peters. Ciao, Servus und Tschüss.